Heute zeige ich euch, wie Schnitzelstreifen in Senfsahnesoße mit Karotten-Lauchgemüse mache und als Sättigungsbeilage Nudeln. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier laufen die Zutaten alle gerade wieder durch, aber wie immer der Hinweis, alle Zutaten können unter diesem Video nachgelesen werden. Und alle selbstgemachten Zutaten verlinke ich euch unter diesem Video. Hier oben geht's zum Beispiel schon mal zu meinem selbstgemachten Panko-Paniermehl. Als erstes werden aus dem schon vorbereiteten Schweinerücken 4 schöne Schnitzel geschnitten. Die werden mit der Stegerseite des Fleischklopfers plattiert. Dann werden alle Schnitzel mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten gewürzt. Schnitzel erstmal beiseite stellen, denn jetzt geht's ans Schälen der Karotten. Hier mal ein Beispiel, wie man Karotten schälen kann. Achtung, entweder im Ganzen oder so, das geht viel schneller, von beiden Seiten von der Mitte her. Die Karotten habe ich dann durch die Maschine gelassen und in Streifen geschnitten. Lauch geputzt und ebenfalls in Streifen geschnitten. Butterschmalz in einem Topf heiß werden lassen und die Karotten dazu. Mit Zitronensprudel auffüllen, Deckel drauf und 10 Minuten köcheln lassen. Dann den in Streifen geschnittenen Lauch dazu, mit Brühe auffüllen und ebenfalls nochmal 10 Minuten köcheln lassen. Mir war das Ganze noch nicht würzig genug, deswegen habe ich es mit meiner selbstgemachten Würzhilfe nachgewürzt. Deckel drauf und heiß halten, jetzt geht's ans Panieren der Schnitzel, die dann in heißem Fett gebraten werden. Und wenn alle Schnitzel gebraten sind, werden sie in Streifen geschnitten und dann kann angerichtet werden. So sieht das Ganze dann aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.